So, grüß Gott, Bike-Vorstellung die zweite zu den Conway Bikes, Bio Bikes Enduros 2020. Wiki Bike haben wir schon vorgestellt, die fährt ja hohe auch eins, 27,5. Und ich habe dieses Jahr 29er genommen, weil ursprünglich wollte ich eine Mega-Valanche fahren, der ist auch verschoben worden. Und ja, bin jetzt auf den 29er stehen und hängen geblieben. Ist das 329 von Conway. Ist jetzt, sage ich einmal, die mittlere Ausstattung oder eher im unteren Segment. Wollte das einmal probieren, wie das so passt, so tut. Vorab 29 Zoll Enduro, ja, hat Vorteile, extrem schnell, beschleunigt auch super schnell. Im technischen, klar, man merkt es. Also da muss man viel mehr tun. Das mit dem 27 war wirklich einfach, teilweise da muss man jetzt ganz andere Technik anwenden. Aber ansonsten sehr ausgewogene Geometrie, mir gefällt es gut. Es ist ja eigentlich alles Standard geblieben, bis auf kurzen Vorbau. Den haben wir verändert auf einen 35mm Vorbau, dass ich kompakt am Bike bin. Und was ich noch verändert habe, ist hinten auf eine 4-Kolben-Bremse, auf eine Shimano. Da war Standard 2-Kolben oben. Die haben mir nicht so zugesagt und haben es auf eine 4-Kolben verändert. Ja, ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten noch zum Nachstehen gewesen, immer wieder mit dem Carbon. Ich habe ein bisschen Geräusche auch drinnen. Da muss ich jetzt noch schauen, wie es weitergeht. Es ist halt mit Carbon immer so eine Sache, entweder die Carbon-Bikes laufen tadellos oder man hat ein bisschen eine Geräuschkulisse. Ich werde es jetzt beobachten. Ich habe das Bike jetzt, was haben wir jetzt, 3-4 Wochen so. Fahre es jetzt, ein bisschen was schon angespielt. Und kurz schon dazu sagen, übersetzungstechnisch ist es top. Also die 12-fach mit der Bandbreite mit 30 Zehen vorne auf Werk und hinten mit dem großen 50, es ist wirklich super bergauf. Also tritt sie einwandfrei. Und mit den 29er, genau was ich noch sagen wollte, vorne ist nicht mehr Serie der Reifen. Genau. Ja. Vorne ist der Mini an Downhill Front oben. 29 Zoll 2.6 auf einer 35mm Felge und hinten habe ich den vorderen auf den Hans Dampf von Schwalbe. Mit der Edic Soft Mischung. Ich würde aber keine Schwalbe mehr fahren. Also der schaut jetzt schon wieder aus. Das ist teilweise Wahnsinn. Also den grabt es mir weg. Das ist irre. Und da kannst du zuschauen, wie weniger wird. Also Maxis sagt mir da ein bisschen mehr zu mit den Reifen, aber ist Geschmackssache. Ja, Mazuki Bomber ist jetzt wieder im Rennen. Ist eine coole Gabi. Aber was ich ein bisschen merke, ist mein Gewicht, die 34mm Standrohr. Sie hat 150 auf 34 und merkt halt oft mit 29, es verwindet sich schon ein bisschen. Gell. Das muss man im Hinterkopf haben. Natürlich hat man dann halt auch den Vorteil, dass es ein bisschen leichter ist und für nicht so schwere Fahrer eigentlich ausreichend. Ansonsten gefällt es mir ganz gut, optisch auch von der Zusammenstellung mit den Rot und so und den Matt. Echt ganz cool geworden. 150mm hat die ab Werk schon drin, absenkbar ist für mich ausreichend. Müssen halt die Haxen länger sein. Genau. Lenkstang ist auch recht satt, hier oben ist glaube ich sogar 800er jetzt schon. Also kürzer geht es immer, ist ja wirklich kein Thema. Tak, tak, tak. Und bei meiner Größe, ich habe auch original lassen. Ja, also wir beobachten das Ganze einmal, also ein Zwischenbericht, so eine Bike-Präsentation, wenn es neu ist, das meiste kann man sich im Internet anschauen, aber wie es dann schlussendlich so ist, kann man, sage ich, nach einem halben Jahr mal sagen, weil da merkt man wirklich, was die Lager für Qualität haben, was los ist. Und wenn ich mit meinem alten gefahren bin, mit meinem 27,5er, das hat einen Benchmark schon brutal hochgelegt. Werde mir zeigen, wie es da läuft. Genau. Ja, es ist das Conway WME 329. Genau, wie gesagt. Und genau. In Größe L. Mhm. Ist eine Größe L jetzt. Und du bist? Ich bin 1,85. Genau. Würde vielleicht ein M auch noch gehen. Maybe. Muss man wissen, aber dann hockt man jetzt sehr geduckt oben. Und bei 29er weiß man sowieso schon, sage ich, dass man halt recht ein langes Schiff hat. Also im Technischen, wie gesagt, merkt man es. Warum hast du das Band um den Lenker gewickelt, fragen alle? Stimmt, wegen meiner Gabel absenken. Was ich da gar nicht mehr tun muss, ich habe bei dem Bike nicht einmal die Gabel abgesenkt zum Bergauftreten, nicht einmal, weil es wirklich relativ gut ausgewogen ist. Und was mir beim Conway gefällt, hohes Tretlager. Man hockt sehr gut im Radl und sitzt brutal selten auf. Also das ist echt ein Wahnsinn. Ja. Cool, that's it. Das war mal so ein Erstbericht, kurzer Zwischenbericht, wie es ausschaut. Wenn ihr in die Gegend was fahrt oder sowas testet habt, schreibt es in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt oder was verbessern wollt oder was ihr dazu sagen wollt. Viel mehr cool. Ja, was man heute auch noch sagen muss, zufälligerweise die passenden Handschuhe, und das hat er ja geändert, weil das hat ihr nicht so getaugt, weil da war ein Plastik-Dings genau drauf. Genau, das ist mein Steuersatz, ja.
Generell habe ich, wie gesagt, ein bisschen knacksen jetzt im Steuersatz. Das kann ja beim Carbon. Ja, das kann ja immer. Das ist bei Carbon leider so eine Sache. Gell? Also nie dann einen Hersteller schimpfen, das müsst ihr mit Carbon leben. Spannungen im Carbon sind normal. Mehr oder weniger werden, man muss das halt dann wirklich immer wieder beobachten. Das ist halt einfach so. Dafür muss ich sagen, der Rahmen extrem steif. Also für ein 21 Zoll Radl wirklich eine Wucht. Ja. Hebt wahnsinnig gut her. Und der Lenkwinkel mit den 66 Grad perfekt ausgewogen. Also flacher Mecher, die es nicht haben, steil auf keinen Fall, aber das ist echt, also es läuft auch geradeaus super. Ja. Cool! Sehr viel Spaß damit schon gehabt. Dann, Pieti, oder? Genau, da macht es gut. Petra hat mir die Report als Regisseur und wir werden das nächste gleich vorstellen.